Hallo! Hallo, liebe Freunde! Heute, wir haben ein besonderes sozusagen Blog oder Video. Wir wollten mit euch unsere erste Erfahrung teilen mit dieses Brand. Es heißt Vicanto, Cor Gentile, aus Italienisch, das übersetzt sich als warmes Herz, und für uns, das wird unsere erste Probe von diesem Duft. Und ich kenne ein bisschen dieses Brand. Der Parfümeur von diesem Brand ist Paolo Trenzi. Er ist auch der Haupt sozusagen Parfümeur von Brand Tiziana Terenzi. Und wir würden gerne heute mit euch auch andere Videoformat ausprobieren. Ja, genau. Und mit euch unsere erste Erfahrung teilen. So, die originelle Verpackung sieht so aus. Das ist zwei Teile sozusagen. Mhm. Hier ist eine diese Kartonfolie. Und so, wir schauen, hier ist die Label von Brand. Sieht schick aus, ja. So Karton. Und so, auf was sollt ihr sozusagen Aufmerksamkeit haben? Auf diese Batchcode und die Nummer von der Serie von Parfüm. Und es ist geschrieben auch dieses Batchcode hier, dann das ist Extrakt de Parfüm. So, das ist made in Italy, in Italien gemacht und produziert. Und ja, jetzt fangen wir an. Und so, das öffnet sich so. Oh, das ist wie eine Überraschung. Schenk. Das ist wie ein Geschenk, Überraschung und ja, so mit Türen und. Also super toller Geschenk, würde ich sagen. Ich würde mich freuen, wenn ich sowas bekomme. Das ist wirklich so für Mann oder für eine Frau. Also da braucht ihr ja nicht viel Verpackung rumherum machen. Ist sehr schön. So, und hier ist, und generell zur Geschichte. Ich habe ein bisschen von Geschichte von diesem Brand gelesen, so Vicanto, das ist die generell die das Brand selber inspiriert von Liebe, und hier sind auch ein bisschen die Zitaten: Amor che nulla amate amar perdona. So, das ist meine, das ist ein bisschen, ja, ist das schon with love, ja, with love anything is possible, so mit Liebe alles möglich ist. Und ach, schick, also, da gibt's, ihr seht das nicht. Da gibt es sogar so eine Seidenkissen, also ist echt schick, so in alter guter Schule, würde ich sagen, so wie es sein soll mit Perform. Das ist nicht nur irgendwas in der Kiste so reingesteckt, sondern wirklich, die haben sich Arbeit gemacht und das wirklich schön eingepackt. Und das Parfüm selber, fass mal an, mal an. Wow. Das ist wie... Das ist so Velvet. Gefühl, ja. Sehr, also sehr schön, sehr weich, sehr kuschelig. Und das ist, vielleicht scheint das schwarz zu sein, aber das ist so dunkelblau, blau, so ja. Nachtblau, genau, also echt schicker. Und sehr schwer, also das ist wirklich wahr. Wenn ihr mal vielleicht auf die Reise geht, dann lohnt es sich nur in einer kleinen Menge, so 5 ml mitzunehmen oder 10 ml, aber nicht das ganze Flakon. Und der Deckel ist auch relativ schwer hier mit Branding, mit, und dann noch drin, nee, drin ist keine Branding, aber Deckel ist wirklich schwer. Oh Gott, ja, ja, das ist schon, keine Ahnung wie viel Gramm, aber locker irgendwie 50 Gramm bis 100 Gramm, glaube ich. Das ist sehr schwer. So, und dann hier ist auch ein bisschen die Zutaten und alles Ingredients geschrieben. Und das ist 30 Monate Haltbarkeit, aber eigentlich in Parfüms ist es nicht so wichtig. Ich meine, auch wenn Parfüms sozusagen in sowas dunklen Flakons, die können viel mehr halten, aber das ist auch einfach europäische Gesetz, dass du musst Haltbarkeit immer dazu schreiben. Und hier kann man auch sehen, das ist Made in Italy bei Cerere Rezinensi Evelino. So, das ist, kann man schon verstehen, dass jemandem von Terenze Familie der Chef von dieser Firma sozusagen. Und ja, so, probieren wir das erstmal auf Boden. So, für dich, für mich, machen wir das erst zusammen. So, wenn das Parfüm neu ist, versteht man, dass es nicht von erste Spray, es geht nicht von ersten Spray raus, das muss ein bisschen lüften sozusagen, und dann kann man das... Erst beim zweiten, dritten Mal kommt da was raus, genau, da müsst ihr auch achten. Nicht, dass jemand davor schon das benutzt hat. Mm. Wow.
also das ist was Neues für mich. Also, es gab schon ein paar Videos, wenn ich sofort irgendwie das zu Frauen oder zu Männern schieben konnte, also das Parfum oder der Duft. Hier 100% ob Mann oder Frau, das ist einfach, also für mich, ich kann das vorstellen auf beiden. Ja, also für mich, das ist 100, wenn nicht 120% Unisex-Parfum. Ja. Also wirklich toll. Für mich, das ist ein bisschen schickeres, abendlicher Duft. Ich würde sagen, frisch. Das ist eine Mischung für mich von frisch, Süßigkeit und sowas. Holz, Zitrone, also auf jeden Fall, also was ich auf jeden Fall sagen kann, mir gefällt's. Also ja. Ich bin kein Fan, ich bin eher so Schokolade, Vanille, Süßes, Blumiges, aber halt von solchen Düften, das gefällt mir überraschenderweise. Also ich würde das sogar für mich in 10 ml kaufen. Ich könnte sagen, dass ich zum Beispiel, ich fühle, wenn du eine frische Blumenstrauß kaufst und diese Blumen in Blumenladen, die verpacken sich in sowas Verpackung. Und wenn du daheim kommst und öffnest du dieses Blumenstrauß, und das ist die erste Geruch. Mischung aus Grünem und ja. Diese Folie und Verpacken, also nicht falsch verstehen, nicht schlecht irgendwie, sondern ja. Wirklich so, ja, ein bisschen Karton, also aber guter so Karton verpacken. Ja. Und für mich ist noch irgendwo die Packung von Raffaello dabei. Ja, also schwierig zu beschreiben, sogar ein bisschen Orangen. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen Zitrus, diese Zedernote. Ich probiere das noch auf dem Haut. Ja. Das, auch. Das ist auch ganz wichtig. Jeder Parfum wird sich anders, also individuell öffnen, je nachdem, welche eigenen Geruch habt ihr. Ja, ja. Also das niemals blind kaufen, wenn ihr wisst, keine Ahnung, meine Freundin mögt das oder oh, das klingt so toll auf Antonia. Da muss ich erstmal drüber eine Nacht oder ein paar Nächte drauf schlafen und ausprobieren, der Parfum, bevor ich sage, oh, der gefällt mir auch oder der wird auf mich genauso wirken. Also da immer erstmal auf, oh, das ist aber was anders. Also jetzt für mich diese ja. Weihnachtsnote, ein bisschen so, also Nadelholz, also das, was ich meine. Einmal auf Blotter. Niemals sofort kaufen oder wenn, dann wirklich eine kleine Menge mitnehmen, ausprobieren, mit der Haut testen und dann entscheiden, ob das eurer ist und so ganze Flasche kaufen oder halt wirklich Minimenge. Aber toll, also gefällt mir trotzdem. Ja. Es ist nicht so stark, es schlägt dich nicht ins Gesicht, das ist sehr dezent und gleichzeitig aber für Abend ja. Geeignet. Ich kann sagen, das ist keine sozusagen täglichen, jeden Tag pudrig. Ein bisschen pudrig, ja. Mehr abendlich und ein bisschen schick. Für mich zum Beispiel, das ist ein perfektes Parfüm für ein Date. Ich würde das auch tagsüber. Aber ja, das ist halt so eine Sache. Geschmackssache natürlich, ja. Aber ich würde das auch gerne auch mal tagsüber tragen. Ja. Der ist halt nicht so schwer. Also ihr müsst verstehen, das ist extra der Parfüm. Das ist relativ stark sozusagen Geruch. Genau, aber ich bin überrascht, der ist nicht zu aufdringlich, der ist nicht zu stark, also für mich. Halt, der ist nicht irritierend, würde ich sagen. Ja. Also echt toll. Aber das ist die Sache von Nischenparfüms, die sind ganz anders ein bisschen gestaltet sozusagen. Und ja, dieses Parfüm, es kostet ungefähr in verschiedenen Läden ab 100 30 Euro bis 200 sozusagen, das ist abhängig von, es wurde in 2015 produziert, aber ich glaube, das ist nur jetzt vielleicht ein bisschen populär, bekannt geworden und ja, so deswegen, weil das ist auch eine Nischenbrand, liebe das mit kleinen Proben erst ausprobieren und verstehen, ob das deins ist und ihr könnt. Deswegen, genau, deswegen, ihr könnt gerne über unsere Instagram oder Etsy Shop oder über alle Links, die da drunter stehen,
auch einloggen und schauen, was wir überhaupt haben. Also wir haben mehrere Düfte, mehrere Scents und da kommen noch mehrere. Wir sind eben interessiert. Wir machen diese Reviews für euch, damit ihr einfach erste Vorstellungen habt und vielleicht Interesse entwickelt. Und dann, was uns damit begeistert hat mit Nischenparfums, ihr werdet nie damit satt. Das ist halt so eine Sache, das ist einfach wie neue Süßigkeiten auszuprobieren. Mhm. Das jedes Mal ist was Neues, das öffnet sich immer anders. Da könnt ihr nicht pauschal sagen, okay, wenn ich von Lancôme La Vie est Belle gefällt mir, okay, alle Düfte sind plus minus, ja, ungefähr mit diesen Noten und die werden mir gefallen und das unterscheidet sich kaum. Also bei Nischenparfums, das ist das Interessante, das ist wie Überraschungsbox jedes Mal. Ja. Und eben deswegen, also im Preis ist natürlich stolz, weil es gibt ja an der Gründer andere Marketing dafür und es wird so immer limitiert rausgebracht auf den Markt. Also nicht so viele Flaschen, deswegen, das ist auch interessant, weil ihr werdet so ein individueller Parfum haben und ihr werdet quasi eure Unterschrift Scent oder Duft haben für euch. Das ist auch natürlich was Exklusives und sehr Attraktives. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Das muss man sagen. Egal, welche tolle Nase dahinter steckt oder welche tolle Marke, das heißt nicht, dass er schlecht ist. Das heißt nur, dass es muss nicht immer jede Parfum von der Marke oder von euren beliebten Nischenmarken gefallen. Also deswegen immer gerne, also das ist selbst für uns so eine Sache. Wir probieren und wir testen zuerst und dann entscheiden uns. Oder wir kaufen halt, gut, wir können das erstmal beschreiben und für euch erzählen darüber, damit ihr wisst, wollt ihr das vielleicht interessant in kleiner Menge auszuprobieren und eventuell verliebt ihr euch in dieses Sand oder halt, nee, ist nicht meins. Ich schenke das meiner Freundin, die 2 ml oder 10 ml oder meinem Freund oder ja, einfach so mal zum Kennenlernen. Das finde ich einfach sehr tolle Konzept und richtiger Konzept vor allem. Ja, so, einfach ausprobieren. Try it first. Try it first. Vielen Dank. Ciao.